Jo Leute, willkommen zurück zu einem kleinen Minecraft-Video. Ja, momentan sieht es bei uns ein bisschen urlaubstechnisch durch die Sommerferien ein bisschen mau aus mit Videos. Oder nicht mau, sondern zeitlich ein bisschen schwierig alles hochzuladen. Deswegen muss heute ein kleines Fehler-Video reinkommen von mir. Alleine, ich bin hier auf unserem Server, habe extra gestartet. Euch zu zeigen, was hier in den letzten 90 Folgen, was alles so passiert ist eigentlich bei Minecraft, bei unserem Minecraft. Ja, die, wo ganz am Anfang zugeguckt haben, kennen bestimmt noch diesen Raum. Da hat Sven solche Prozessoren oder Chipsätze hergestellt. Das war, glaube ich, eines unserer ersten Projekte, wo wir eigentlich so gemacht haben. Dann kam dieser Raum hier eigentlich dazu. Da waren früher ganz viele Kisten. Aber wir sitzen jetzt hier überall Türen oder Platz für Türen, um unsere ganzen Projekte irgendwann mal durch Warps oder durch Rifts zu verbinden. Dann in der untersten Ebene haben wir schon immer unsere Werkstatt gehabt mit den ganzen Öfen. Die werden immer besser. Induction Furnaces, unser Lagersystem natürlich, wo sich jetzt, wo ich hier online bin, füllt bzw. wieder leert. Also was da alles für ein Scheiß drin ist, das ist richtig genial. Hat Sven eine richtig coole Idee gehabt. So, dann gehen wir mal in den Garten. Da hat sich auch einiges verändert in den letzten Zeiten. Ich bin im Game Mode, weil es ja keine offizielle Aufnahme ist. Ja, Markus hat sich hier ein bisschen ausgetobt mit unserer Burg zu bauen. Mit Elektrozaun, wie ihr jetzt seht, also gegen feindliche Mobs-Angriffe. Sind wir gut gerüstet. In den letzten Folgen hat Sven hier auch noch die Gartenbeleuchtung hinbekommen, dass man die ein- und ausschalten kann. Das finde ich richtig cool. Dass man die überall aus dem Haus und aus den durch die Torbögen kann man die jetzt ein- und ausschalten. Das führt uns auch gleich wieder zum nächsten. Ach, geil. Nächsten Bauobjekt, was als nächstes kam in unserer Historie. Das war hier, soviel ich weiß, unsere Getreidefarm oder halt unser Bauzyklus. Voilà, ein Baum. Hier war mal ein Getreidefeld und hier ist jetzt hier unser kleiner See mit der Brücke, wo ich gebaut habe. In der Zeit hat Markus ja die Mühle gebaut, wo auch richtig cool ist. Man könnte auch mal reingehen. Die Mühle ist auch was ganz Besonderes. Das sieht man hier zwar nicht an, noch nicht, weil das ganze Interieur fehlt noch, so Innenausbau. Aber wenn man mal hier in den obersten Stock geht, sieht man es auch noch nicht. Muss man echt wieder rausgehen. Haben wir unsere zweite Energieversorgung, weil wir hier auf natürliche Energie setzen. Haben wir, oh, fliegt schon hier oben, drei MV-Solarkollektoren hingebaut, um mehr Energie zu produzieren. Medium Voltage Solar Arrays. Richtig, richtig geiler Scheiß. Können wir richtig viel Energie machen. Plus die Thermalgeneratoren, wo ich euch gleich zeigen werde. Ja. Mein Projekt war damals, oh voilà, fliegen. Dieser Berg hier, der ist jetzt ein bisschen mickrig im Vergleich zu dem, was er vorher mal dargestellt hat. Der ist komplett frisch aufgeschüttet. Also war vorher nichts. Das sind ein paar tausend Blöcke, was ich da hingesetzt habe. Mit Bäumen verpflanzt und hier unten drunter habe ich ja noch einen kleinen Geheimraum gemacht, wenn die Zigeuner mir nicht zugebaut hätten. Hier habe ich unseren Verzauberungstisch hingestellt, um Sachen zu verzaubern. Natürlich fehlt auch nur hier noch die ganzen Verkleidung und Objekte. Wie heißt das? Stilistische Objekte. Ja, dann, voilà. Gehst du hoch. Haben wir natürlich auch schon vorgeplant für die nächsten Projekte. Fliegen wir jetzt mal geschwind hin. Das ist einmal hier, wenn man diesem Weg folgt, der durch die Wüste geht. Hier am Berg habe ich letztes Mal auch schon mal kurz angefangen, ein bisschen Terraforming zu beginnen. Sieht man zwar nicht viel, aber Markus hat ein Schild aufgestellt. Betreten verboten. Hier, dieses ganze Gebiet hier hinten, wird mal ein Atomkraftwerk, um unsere Energieprobleme endgültig zu lösen. Und weit genug weg, dass es, wenn es mal in die Luft fliegt, nicht uns gleich die ganze Base wegfetzt. Hier, an diesem Meer, an dieser Meerenge, an dieser Tiefen, wird in naher Zukunft ein Hafen entstehen. Auch
ziemlich riesig. Vielleicht bauen wir auch ein kleines Schiffchen hinzu noch. Und den Weg dann ins Meer frei sprengen wir uns. Ja. Weiter. Jetzt müssen wir ja zurückfliegen. Das dauert immer ein bisschen. Ja, Markus hat in der letzten Folge hier angefangen, unsere Farm ein bisschen sicherer zu machen oder ein bisschen aufzupeppen. Er hat es nach innen verlegt. Kühe, Schweine, Hühnchen und Schafe. Und hier oben will er dann, in der zweiten Etage kommt dann alles, was man anpflanzen kann, hin. Ja, dauert noch ein bisschen, bis man da mehr sieht. Mein Projekt war in letzter Zeit auch noch hier hinten dran, einen Berg zu bauen, um das Gebiet abzugrenzen, was auch ein Mammutprojekt ist, weil einfach die ganzen Blöcke zu setzen ist einfach riesenaufwendig. Genauso wie einfach mitten in der Luft sowas zu bauen. Unser Markenzeichen, unsere Abkürzung, LGTV, für Lappengamer TV. Sven beleuchtet die jetzt noch, dass das auch schön aussieht im Dunkeln. Hoffen wir, dass wir es hinkriegen mit oh, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr. Mit Sensoren, dass wir es auch bei Nacht anschalten können. So, jetzt zeige ich euch noch. Unser Keller muss ich euch noch zeigen, genau. Alles kommt natürlich hier unten bei uns im Keller an. Aber wie ihr seht, jede Menge Stuff. Die Kisten werden gar nicht mal alle geleert, so viel Stuff da drin ist. Unsere Hauptenergieversorgung. Ender-Tanks vom Nether. Bringen das Zeug hier und jetzt gehen wir in den Maschinenraum. Das ist die Schaltung, die Sven gebaut hat für die Steuerung unserer Lichtanlage draußen. Damit wir sie anschalten können, ausschalten können mit drei Schaltern. Und hier, dieser Kabelsalat ist unser, sag ich mal, unser Baby. Weil hier alles hin und her geschoben wird an Material und verarbeitet. Hier wird Ding verarbeitet. Scrap zu Scrapboxen. Dann ist hier, das müsste sein, Messfabricator. Wo keine Scrap-Dinger mehr bekommen, weil wir einfach kein Scrap mehr haben, weil einfach alles verarbeitet wird. Das ist brutal. Wir produzieren kein Scrap mehr. Da müssen wir nächstes Mal noch vielleicht noch eine Quarry oder irgendwas anderes reinschmeißen. Unsere Umwandlung für die Quarries, wo ich euch gleich noch zeigen werde. Und hier unten noch die Unterseite unserer Thermalgeneratorenproduktion. Wo auch langsam leer gehen. Aber unser Energievorrat ist noch bei 2 Millionen. Also noch genug Reserven für die Zukunft. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da hinten ist noch nichts. Da war mal mein Produktionswirken. Ach. Jetzt schauen wir uns noch die anderen Projekte an. Hier. Einmal unsere Quarries. Ja, Quarries habt ihr richtig verstanden. Wir haben vier Stück gehabt, oder drei Stück haben wir am Laufen. 64x64 Felder. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Material die abbauen, wenn die durch sind. Das war die alte Quarry. Die Chunks brauchen ein bisschen zum Nachladen. Ist ein bisschen groß geworden alles. Aber richtig geil. Das nächste Projekt haben wir angefangen, Mob Farm, um auch Verzauberung zu können. Hier haben wir einen Spawner, einen Farmer und kann das Licht ausschalten. Da kommen sie ja schon, die Zigeuner. Und damit auch im nächsten Folgen was kommen. Dann Markus und Sven Großprojekt, der Maya-Tempel, wo mir was richtig geil gefällt. Da haben sie richtig cool gemacht. Muss ich euch mal zeigen. Also wenn das nicht geil ist, also mit Kreuz und richtig mit Feuern und das alles mit Moos, bemoostem Stein geschnitten, mit Diamantsägen und Innenausbau auch noch, fehlen vielleicht noch ein paar Fähnchen oder so irgendwas, kann man aber noch variieren und goldenem Thron für mich natürlich, dem Anführer. Richtig geiler, richtig cool gemacht, die Leute. Ja, dann kommt auch schon mein Projekt, was ich eigentlich so die letzten Zeit treibe oder treiben werde.
Das ist, obala, japanischer Tempel. Ist noch nicht zu erkennen. Ist jetzt auch eine 64x64 Grundfläche. Und da wird jetzt ein Maya-Tempel mit anschließenden Reisfeldern außenrum aufgebaut. Also das wird auch hier gigantisch. Bin auch ziemlich weit weg vom Haus. Dass es auch schön wirken kann im Sumpf. Dann passt das eigentlich alles so zusammen. Aber das dauert noch ein bisschen. Also werde ich ein paar Folgen beschäftigt sein. So. Ja, normal sollte ich das jetzt nicht zeigen, weil ich es ja eigentlich nicht wissen dürfte, aber ich weiß es ja, weil ich neugierig war. Das ist der Geheimreim. Willkommen beim Lappenorden. Kann ich mal Deutsch schreiben. Unbefugtes Betreten mit dem Tode bestraft. Ja, da hat Sven und Markus sich ein bisschen hier niedergelassen. Mit Chests. Und ein paar Öfen. Sie meinen sie, ich weiß nicht, wo es ist. Also seid leise. Schön. Gibt auch noch Ausbaustufen davon. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Ja, Leute. So, jetzt fängt es auch noch zu regnen an. Das waren jetzt 90 Folgen Minecraft Take It Light von uns Lappen. Auf die nächsten 90 Folgen würde ich jetzt mal sagen. Und ich hoffe, ihr schaltet zahlreich an. Teilt unsere Videos auch gerne in Foren oder sonst wo. Wir geben uns Mühe, richtig geilen Scheiß zu bauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr bleibt uns treu und so. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier raus und wir sehen uns auch wieder bei der nächsten Folge Minecraft Take It Light. Regulär wieder ab Montag, 17 Uhr. Von mir. Bis dahin. Tschüss.